Klappe die 14. Aufgrund enormer Nachfrage lädt der Musikverein Steinheim inzwischen an zwei Abenden zur Frühmusiknacht ein. Dazu kommen jeweils mehr als 500 Leute in die Albuchhalle in Steinheim und sind von den Darbietungen restlos begeistert. Susanne Zoller stellte sich der verantwortungsvollen Aufgabe, die Filmmusiknacht auf den kleinsten Kontinent zu bringen. In diesem Jahr bot sich die Möglichkeit, so nah wie nie zuvor zu drehen. Zwei Musiker aus den Reihen des großen Blasorchesters erklärten sich bereit, ein komplettes Probenwochenende aus der Ich-Perspektive zu zeigen. Das haben die Disney-Studios, die ja natürlich wie Zimmer auch so ein Dauergast hier sind, die Disney-Studios dann zu einem wunderbaren, herrlichen Film umgesetzt. Diese Grundidee von Rudyard Kipling. Dieses Menschenkind braucht ein bisschen Nahrung. Die nächste menschliche Siedlung, aber die lag einige Tagesreisen von hier entfernt. Und die Märchenhaft und wundersam ist die Geschichte des kleinen Jungen, der Mowgli hieß.